Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit nur gut aussehenden Menschen, die hier zuschauen können, Freunde. Ja? Wenn ihr nicht mindestens eine 11 auf der Skala 1 bis 10 seid, könnt ihr dieses Video nicht anklicken. Habe ich extra eingestellt. Deswegen werde ich es mir nicht nochmal selbst ansehen können. Aber ihr könnt es auf jeden Fall sehen, Freunde. Ja? Wie schaut ihr den neuen Track von Jay Gigolos an? Heute rausgekommen. Gedanken aus der Release-Playlist Numero 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numero 7. Ich habe den letzten Song irgendwie nicht mit Videoform angehört. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ich habe mir den aus irgendeinem Grund nur selber angehört und wollte dann kein Video irgendwie machen, wo ich den schon gehört habe, was auch wack wäre. Deswegen, den letzten Track habe ich keine Reaction zu gemacht. Aber zu allen anderen, schaut euch da gerne auf dem Kanal um, Freunde. Einfach JJG eingeben bei mir. Könnt ihr euch die anderen Reactions gerne ansehen, wenn ihr wollt. Ansonsten Link zum Original in der Beschreibung. Wir hören jetzt rein bei Gedanken von JJGolos, produziert von Inbeatables. HD is on. Let's go. Der Hase, wie so ein guter ApoRED zu sagen pflegte. Sieht nach einem sehr, sehr deepen Track aus gerade. Erst einmal viele, viele Eindrücke gerade, die hier aufeinander prasseln. Wie bei einem kahlen, ich wollte eigentlich kalten Hagelschauer sagen. Ey, wir haben hier wirklich gerade eine sehr, sehr schöne Aufnahme, Mann. Mit so einem kleinen Mantel, wie hier das steht. Der Track heißt Gedanken. Der Beat fängt sehr atmosphärisch an. Ist ein Song für mich, Freunde. Oh, yeah. Ja, Mann, das ist was für mich. Das ist Atmosphäre einfach. Oh. Der kommt direkt in meine Atmosphäre-Playlist. Ich habe einfach eine Playlist, der ist Atmosphäre. Und da sind solche Songs drin. Oder auch, wo wir gerade bei Hagelkörner waren, von Kollege Hagelkörner. Solche Songs sind da drin. Boah. Boah. Yeah. Meine Gedanken sind Magnete, die am Boden bleiben. Bunte Raketen, die nach oben steigen. Meine Gedanken sind Hoffnungszüge in Spielotheken, zuckerüberzogene Popcorn-Tüten in Kinoseelen. Oh, ey. Ey, das muss ich nochmal hören, den Reim möchte ich noch gerne hören. Gedanken sind Hoffnungszüge in Spielotheken, zuckerüberzogene Popcorn-Tüten in Kinoseelen. Hoffnungszüge in Spielotheken, Zucker, was überzogene? Ey, das ist stark. Meine Gedanken sind Hoffnungszüge in Spielotheken, zuckerüberzogene Popcorn-Tüten in Kinoseelen. Zuckerüberzogene Popcorn-Tüten in Kinoseelen. Oh, ey, so schöne Wörter, die er hier benutzt. Meine Gedanken sind Honigbienen im Apfelbaum. Geht zum Familie, sind sie Projektile im Knarrenlauf. Meine Gedanken sind Plakate an den Wänden, auf denen ganz fett geschrieben steht, wir alle sind nur Menschen. Meine Gedanken sind... Holy shit. Erstmal war es ein schöner Aufbau vom Song, immer mit meine Gedanken, dann das so schön zu dubbeln. Hört sich nice an, ist ein sehr, sehr schönes System, finde ich. Und dann immer so Sachen, die ihn ausmachen, für die er steht, aber die halt auch gerade einfach in seinem Leben, ja, halt in seinem Kopf eher gesagt, mal gut und mal schlecht laufen, stattfinden. Sehr, sehr geil. Graue Blöcke und üble Schmerzen. Manchmal auch blaue Köpfe und grüne Herzen. Meine Gedanken sind melancholische Reiseplaner. Kranke, pädagogische Geisterfahrer. Jeder. Blaue Köpfe und grüne Herzen. Bei blaue Köpfe und grüne Herzen, ich weiß nicht, ob es damit gemeint ist, wahrscheinlich nicht, aber ich habe jetzt direkt die erste Assoziation Alkohol und Weed. Weil man ist blau und Kopf Alkohol und grün im Herzen Weed. Das ist das Erste, was mit, das habe ich gerade so lange nachgedacht, halt von dem Brainlacking. Blöcke und üble Schmerzen, manchmal auch blaue Köpfe und grüne Herzen. Meine Gedanken sind melancholische Reiseplaner, kranke, pädagogische Geisterfahrer. Jeder Gedanke von mir nimmt seinen Lauf, ich trage das Innere nach außen, inside out. Die Fantasie hat keine Grenzen und ich lass sie raus. Um meinen Geist frei zu kriegen, schreib ich sie auf. Jeder Gedanke von mir nimmt seinen Lauf, ich trage das Innere nach außen, inside out. Die Fantasie hat keine Grenzen und ich lass sie raus. Um meinen Geist frei zu kriegen, schreib ich sie auf. Was eine schöne Stimme, Mann. Er hat schon immer eine engelsgleiche Stimme gehabt. Er wurde auch geboren von zwei Engeln, wissen viele nicht. Ist auch eigentlich ein Geheimnis, aber jetzt hier ausgeplaudert, Freunde, aber das Video sieht ja eh keiner. Ey, Real Talk, Mann. Real Talk, wunderschön, Mann. Boah, wunderschön. Und wie hat er so gesagt, sag's nochmal. Ich lass sie raus, um meinen Geist freizukriegen, schreib ich sie auf.
Sachsen. Jeder Gedanke von mir nimmt seinen Lauf. Ich trag das Innere nach außen, inside out. Ich trag das Innere nach außen, inside out. Wie er das so schön betont noch. Die Fantasie hat keine Grenzen. Könnte Töpfer werden. Ich lass sie raus, um meinen Geist frei zu kriegen. Ich sieh auf. Meine Gedanken sind Millionen von kleinen Kindern. Meine Gedanken sind Billigschuhe mit Nike-Schildern. Meine Gedanken sind Schädeltrauma und... Wunderschöne Aufnahme, Mann. Sind wir hier bei Rote Rosen wieder, Freunde? Wo die Liebe hinfällt, vom Winde verweht. Ich sehe es doch, ich sehe doch diese Andeutungen, Freunde. Hier wurde ein Kinofilm gedreht. Kopfzerbrechen, gut riechende Regenschauer in Sommernächten. Meine Ey, ich weiß, ich bin wieder so ein Pausier-Andy gerade. Aber Regenschauer in Sommernächten. Boah. Sommerregen, Freunde. Top 5 Gerüche der Welt. Come at me, change my mind. Schädeltrauma und Kopfzerbrechen. Gut riechende Regenschauer in Sommernächten. Meine Gedanken sind Tiere, die für uns Leiden tragen. 8 Millionen Tonnen Fleisch auf der Speisekarte. Meine Gedanken sind... Sehr, sehr starke Aussage hier drin. Reflektierende Gläser, in denen sich widerspiegelt. Jeder Mensch macht mal Fehler. Meine Gedanken sind neues Leben mit Zuversicht. Gebrochene, treue Seelen mit Hundeblick. Meine Gedanken sind alltagsflüchtige Businessmänner. Fremdgehende, rachesüchtige Friedenskämpfer. Jeder Gedanke von mir nimmt seinen Lauf. Ich trag das Innere nach außen. Inside out, die Fantasie hat keine Grenzen. Ich hab legit Gänsehaut, Mann. Wow. Ich lass sie raus, um meinen Geist frei zu kriegen. Schreib ich sie auf. Nochmal. Jeder Gedanke von mir nimmt seinen Lauf. Ich trag das Innere nach außen. Inside out, die Fantasie hat keine Grenzen. Ich lass sie raus, um meinen Geist frei zu kriegen, schreib ich sie auf. Wow. Meine Gedanken sind Gelder, die sie für Neymar zahlen. Meine Gedanken sind Menschen, die nichts zu essen haben. Meine Gedanken sind Staffelläufer, die Rucksack tragen. Drogensüchtige Abenteurer auf Dschungelpfaden. Mit Doppelkäse, Pizza, mampfende Stubenhocker. Nerdähnliche Brillen tragende Umweltforscher. Ich bin echt froh, dass ich meine Brille nicht mehr hab, Freunde. Sonst jede Zeile wäre wieder gegen mich gekommen irgendwie. Meine Gedanken sind depressiv und jugendlich. Sinnloses Zeug, was man auf Schulen lernt im Unterricht. Meine Gedanken... Das ist echt eine krasse Kritik an jeden, an die Menschheit an sich, an dich, an mich, aber auch an ihn selber. Das ist ein ganz krasser Song. Sind Lebensretter und Philosophen. Meine Gedanken sind Seelenklempner und Psychologen. Meine Gedanken sind ein Text auf Plakat, auf dem ganz fett geschrieben steht: Die Welt ist bald am Arsch. Boah, was ein Ende. Oh shit. Das Innere nach außen. Inside out. Die Fantasie hat keine Grenzen. Ich lass sie raus, um meinen Geist frei zu kriegen. Schreib ich sie auf. Jeder Gedanke von mir nimmt seinen Lauf. Ich trag das Innere nach außen. Inside out. Die Fantasie hat keine Grenzen. Ich lass sie raus, um meinen Geist frei zu kriegen. Schreib ich sie auf. Wow. Holy shit. Sehr sympathisch, ich liebe das, wenn am Ende noch vom Aufnehmen irgendwie so, wenn man einfach im Flow ist, moin übrigens, wenn man einfach im Flow ist und so noch dieses Lachen oder irgendein im Verpatzer oder irgendwas ans Ende hängt, liebe ich. Liebe ich, sehr sympathisches Lachen, Alter, so ein goldiges Kinderlachen war das. Ey, Real Talk, so ein schöner und wertvoller Track irgendwie. Ey, Digga, da passen in diesen Textinhalt von diesem einen Song, kannst du, ähnlich wie in den Zahnlücke von Tanzverbot, 8 Mero-Alben reinballern. 8 Mero-Alben finden in diesem Text Platz, Alter. Wahrscheinlich noch mehr, Alter. Holy shit, war das stark. Damn. So viele gute Zeilen, die zum Nachdenken anregen. Und JG schafft es auch immer, das noch so schön zu verpacken, Alter. Am Anfang, er benutzt so schöne Wörter, Alter. Er benutzt so schöne Worte, die irgendwie so einen schönen Klang haben. Ich weiß nicht, ich finde Worte auch manchmal echt attraktiv. Wenn ich mal eine einsame Nacht habe, Freunde, lese ich mir einen Duden durch. Mehr sag ich das jetzt nicht, Freunde, gut. Lasst mal eure Meinung gerne zu dem Song allgemein rein, aber auch zu JG Gelos himself. Und ich wünsche ihm da mit seinem Release-Projekt nur das Allerbeste. Ich glaube, bei ihm läuft es gerade recht gut, ja. Und auch auf Twitch bin ich immer aktiv dabei und schaue die Livestreams an, was ich sehr, sehr genieße. Und Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit diesem wunderbaren Video. Wenn es euch gefallen haben sollte, lasst einen Daumen nach oben da, checkt auf jeden Fall JG Gelos Ablink in der Beschreibung. Bis dann, einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer. Ciao.